Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes Chapter 1. Ja, in der letzten Folge haben wir ja einiges Wesentliche und Unwesentliche über Elefanten herausgefunden. Und ehrlich gesagt, ich bin nicht so wirklich viel schlauer als vorher, was diese Elefantensache betrifft. Aber das Einzige, ich hoffe, dass es jetzt nicht wieder in eine Sackgasse gerät, wo ich gedacht habe, wir könnten noch mal drüber nachgucken. Ich habe das noch mal gelesen hier mit den Erinnerungen im Herrenhaus. Also da steht ja so ein Ausrufezeichen drin, das ist ja noch nicht abgeschlossen. Und ich denke aktuell nicht, dass wir da jetzt großartig neue Erinnerungen kriegen werden. Aber es hat mich an was ganz anderen, an was ganz anderes erinnert. Und zwar ob wir nicht eventuell, Moment, wo ist jetzt hier der Schnellreisepunkt? Hier ist gar kein Schnellreisepunkt. Das ist natürlich immer super. Oder? Moment. Nee, da auch nicht. Ob wir nicht nochmal hier unten in die Straße reingehen sollten. Jetzt habe ich ja auch noch gerade einen fürchterlichen Frosch im Hals. Ich gucke nur gerade, ob man hier nicht eventuell irgendwo schnell hinreisen kann. Aber es sieht nicht gut aus. Warum haben wir da keinen... keine Schnellreise hin? Ich weiß es nicht. Oder ist das jetzt, weil wir hier gerade im Gebäude sind? Ach, dann sind die ausgeschaltet, so wie es aussieht. Ah, okay. Gut, das finde ich zwar doof, aber hier ist der Ausgang, ne? Aber das wäre dann zumindest logisch nachvollziehbar. So, dann schauen wir jetzt nochmal auf der Karte nach. Ja, perfekt, da haben wir doch einen Schnellreisepunkt. Meine ich doch, wir waren doch recht schnell da. Wir haben ja immer noch diesen großen Fleck, sag ich mal. Achso, Moment, was habe ich jetzt hier markiert? Nicht, dass ich... Ja, aber ich laufe in die richtige Richtung. Die Markierung ist zwar woanders, aber... Achso, jetzt sind die Geschäfte zu, oder was? Nee, das ist offen. Simply the best garments on the island. Das war die Sache mit den Kleidungsstücken. Wie viel Geld haben wir überhaupt? The finest clothes for the finest citizens. 507, ja gut, da möchte ich jetzt nicht alles. Das ist für einen Händler. Of course, think it over, take your time. The finest clothes for the finest people on the island. Hier ist aber zu, hier war doch, war das nicht hier mit der Galerie? Oh Gott, nein. Oder war das hier? Ach nee, das war hier. You'll never find such magnificent paintings anywhere else. Just take a look. 24 Stunden am Tag offen zu haben. Habe ich mich hier eigentlich schon mal umgesehen mit meinem Blick? Fällt mir gerade so ein. Aber ich glaube, das habe ich schon mal gemacht, ne? Masterpieces by local artists at an affordable price. My goods will brighten up your house. Hä? Okay. Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Wieso? Ich habe doch jetzt die gleichen Klamotten und alles an wie sonst auch. Ach, oder wird das jetzt durch die Erinnerung eventuell freigeschaltet? Das wäre natürlich... Das wäre jetzt geil. Ich war jetzt eigentlich, ehrlich gesagt, darauf eingestellt, dass ich jetzt mal nochmal höre, was sie sagt. Und eventuell... was anderes reinhänge. Oder hängt das... Moment. Ich habe ja mein Ziel oben gewechselt. Ich will jetzt nicht rausgehen. Ich habe irgendwie... ich habe jetzt irgendwie Panik, dass das dann weg ist. Moment, alte Zeichnung eines Freundes, als wäre er wirklich hier. Das ist doch alles von uns, oder nicht? Ja gut, hier bin ich mir nicht sicher. Doch, Porträt von Violet. Oh Gott, das müssen wir kaufen. Kaufen, kaufen. Alles kaufen. Aber das hier, naja, weiß ich jetzt nicht. Aber wir können es ja mal mitnehmen. Vielleicht gehört es uns auch. Familiengemälde, es ist nicht leicht, Kinder drauf. Aber das müssten wir normalerweise, oder? Ich nehme es mal einfach mit. Wenn wir Glück haben, ist das das Große, was uns Landscapes gefehlt hat. Portraits. Find the one that your house is lacking. Erinnerungen im Herrenhaus. Nachher bin ich wirklich so dämlich gewesen. Und hätte das einfach nur reinmachen müssen. Masterpieces by local artists at an affordable price. Moment.
Moment, das will ich jetzt mal eben ausprobieren. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, den Türknauf hier ranmache und mit ihr rede. Sorry, I have nothing to offer you at present. Nein, das ist tatsächlich... Ey, das ist nicht euer You'll Ernst. You'll never find such mag... Sorry, I have nothing to offer you at present. Ach so, ja, jetzt sagt sie das Gleiche. Ja, ich kann es jetzt nicht hundertprozentig nachweisen, dass es daran liegt. Aber, tired of your garden view? Ey, visit ganz ehrlich, my shop and refresh it. Wenn my goods will brighten up your house. Wenn das jetzt daran gelegen hat, dann könnte ich mir jetzt gerade so in den Hintern treten. Aber wenn ich jetzt so sehe, die Gemälde scheinen alle von uns gewesen zu sein. Das heißt, die kosten jetzt auch nicht so viel, dass ich mir hier die Sachen einfach auch mal alle kaufe. Enjoy your purchase. Und dann eventuell, war hier noch ein Geschäft? Nee, ne? Make your garden cozier with our goods. Ich wollte sie nicht umrennen. Moment, dann, ich will das jetzt auf jeden Fall wissen. Wo ist denn unser... Hier, ne? Ja. Kann man da eigentlich direkt hinreisen? Nee, ne? Nur hier vorne. Dann reisen wir nochmal dahin. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass die Bank, die wir... War das hier schon immer eigentlich? Ist mir ehrlich gesagt noch nie aufgefallen. Dass die Bank, die wir gekauft hatten, vor ein paar Folgen, dass das die ist... Ja, hier steht... Ah... Garden's much prettier, don't you think? I bet the memories are all flooding back now. Okay, da stand doch gerade irgendwas. Das leere Haus. Ach, da war das. Das hatte ich, glaube ich, aber mal drin, oder? Instandsetzung des Vorgartens. Es gelang mir, alle Gegenstände wieder zu beschaffen. Ah! Die sich einst in unseren Vorgarten befunden hatten. Nun, da der Vorgarten wieder so wie früher aussieht, frage ich mich, ob er vielleicht alte Erinnerungen wachruft. Dann setzen wir das doch mal rein. Haben wir denn hier so was Weißes jetzt? Nö. Aber eins würde ich jetzt gerne mal... Da hinten hatte ich doch eben noch was gesehen. Moment. Genau, eine Statue. Die steht jetzt hier. Ja, mehr haben wir... Oder haben wir drei Sachen geholt? Ich bin mir gerade nicht sicher. Dann ist das nämlich wirklich die Bank, die wir gekauft hatten, wo ich gesagt hatte, ich bin mir nicht sicher, ob das die Bank ist. Dann haben wir jetzt nur zwei Sachen... Ah, Moment. Zwei Sachen geholt. Was ist das? Ah, yes. We were sword fighting in this very spot. And that time, I was the winner. So, as your victory prize, you asked me to fulfill a wish. I remember we did something the very next night, John, but what was it? We brought a cage with us. You insisted it must be made of iron. That's because we were preparing to hunt fairies in our garden. Everyone knows iron is the only thing that can hold them. And I was distinctly uncomfortable. Der weiß aber schon, dass die trotz des Eisens durch die Stäbe durch könnten, wenn die so klein sind. It was a disguise, of course. Fairies are easy to scare off, unless you're incognito. And every trap needs bait. Eieiei, okay, Moment, hier ist noch was. Hallo? We brought honey and a glass of warm milk. After 2 hours lying in wait, we noticed movement in the bushes. The fairies appeared at last. No, it was just Isolde the pig. She was lured by the smell of honey and milk and ate every last drop. Isolde belonged to Mr. Sim in Miner's End and escaped regularly. At least twice a month we would see him searching for her all over the island. Oh je. Ah, wenn Schweine fliegen können. Eines schönen Abends konnte ich Sherry im Schwertkampf besiegen, was mir nicht gerade oft gelang. Als Siegespreis durfte ich mir etwas wünschen und so musste sich Sherry mit mir auf die Feenjagd begeben. Sein Enthusiasmus hielt sich in Grenzen, da er schon damals behauptete, nicht an Feen zu glauben. Doch ich wusste genau, was zu tun war. Wir tarnten uns, schnappten uns einen Eisenkäfig, der groß genug war, um damit eine Fee einzufangen und nahmen warme Milch und Honig als Köder mit. Es funktionierte.
Nachdem wir zwei geschlagene Stunden auf der Lauer gelegen hatten, bewegte sich etwas im Gebüsch. Die Feen waren endlich erschienen. Zumindest dachte ich das. Leider war es dann nur das Schwein Isolda, das wohl von der Milch und dem Honig angelockt worden war. Isolda schlürfte und schleckte alles leer, um dann wieder so schnell zu verschwinden, wie sie gekommen war. Isolda gehörte Mr. Sim aus Miners End und riss ständig aus. Mindestens zweimal im Monat sahen wir, wie er die ganze Insel nach ihr absuchte. Sie tauchte immer an den unmöglichsten Orten auf. In gewisser Weise hatte also auch sie einen Hauch von Magie, auch wenn sie keine Fee war. Eine kleine, dickliche, rosa Fee. Ja. Ach so, genau, wir haben ja noch Gemälde gekauft. Beziehungsweise auch eine Zeichnung und so. Ja, endlich. Genau das meinte ich. Ich wusste zwar nicht, wie groß es war, weil man es ja nicht sehen konnte. Kann man hier... Ja, kann man. This portrait was painted sometime before my father's death. I would guess it's the only depiction of him that remains. Die haben auch einen Hund gehabt, wenn ich das hier richtig sehe. Oder? Also sieht mir irgendwie nach Hund aus. Wo? Nee, das ist zu. Wo könnten sich die anderen Sachen befinden? Ich weiß gar nicht mehr, was wir jetzt geholt haben. Wir haben eine Zeichnung geholt. Und eine Karte. Na gut, hier ist alles zu. Hier ist immer noch alles voller Spinnweben. Das hätte ich schon längst mal sauber gemacht hier. Ich meine, die wohnen ja jetzt quasi da drin. Aber naja, gut. Männer alleine zu Hause, ne? Oder wie war das? Moment, da geht's noch rum. Da ist aber immer noch die Tür. Ist hier vielleicht irgendwas aufgehangen? Weil das Komische ist ja... Ja gut, es kann natürlich sein, dass es eigentlich gar nicht hier hingehörte. Das kommt jetzt natürlich auch noch hinzu. Aber ich meine wirklich, da waren Zeichnungen, die er wahrscheinlich selber als Kind gemacht hat bei. Aber ich kann hier so nichts sehen. Hier ist immer noch zu. Hier kommen wir wahrscheinlich gar nicht raus, denke ich mal. Es ist auch nur ein kleiner Balkon. Und... Ah. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es nicht schon vorher hier gehangen hat. Aber das müsste eigentlich dieses Bild sein, was, glaube ich, London gezeigt hat, was wir gekauft haben. Konnte ich das vor... Doch, das konnte ich vorher auch anklicken, ne? Okay. Aber ich sehe zum Beispiel nicht die Zeichnung. Oder? Ist die hier? Ah doch, die hängt jetzt, liegt jetzt hier. One of your early sketches of me. And a rather unflattering one at that. Just look at my nose. Doch, also ich zeichne ja selber sehr gerne. Und ich finde auch gar nicht so schlecht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist richtig, richtig gut. Ja, aber ich glaube, das... Nee, Moment, da war doch... War da nicht noch ein Bild irgendwie? Oder war das nur das Gemälde? Nee, das Gemälde, wo der Vater drauf war. Ich meine eigentlich, da wäre noch ein Bild gewesen. Aber ich kann jetzt hier so auch nichts machen, denke ich mal, ne? Das bringt mir jetzt wahrscheinlich gar nichts. Moment, Ist das noch nicht abgeschlossen hier? Aber wir haben anscheinend auch noch nicht alles da, weil sonst wäre das doch auch abgeschlossen. Alte Erinnerung. Oder können wir da unten noch irgendwas machen? Das kann natürlich auch sein. Das sind nur Spinnenweben hier, ne? Ich habe ja immer noch nicht die Sache vergessen mit dem... mit dem Dachboden. Ja, aber hier ist jetzt so... Nichts, wo ich jetzt sagen würde, da wäre jetzt was Neues. Ich meine, da wäre noch irgendein Gemälde bei gewesen. Aber ich bin mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher.
So, aber er sagt, er möchte noch irgendwelche Erinnerungen in mir wecken. Was denn für Erinnerungen? Ich laufe nochmal durch den Garten durch am besten. Oh. My mother liked the story of David and Goliath. She said, it doesn't matter how small you are, you can always overcome any obstacle. Ja, aber das bringt mich jetzt auch nicht wirklich weiter. Ich komme vermutlich auch immer noch nicht rein, ne? Ne, jetzt sagt er auch gar nichts mehr. Da ist er schon wieder am Spielen im Hintergrund. Ich meine, ist ja gar nicht schlecht. Ich finde es ja irgendwie cool. Ach, hier können wir auch nochmal angucken, ne? The best place for reading. Aber es hilft uns eben nicht. Also, dass da irgendwas Neues passiert oder so. Hier können wir gar nichts zu sagen. Warum nicht? Hier in der Ecke, denke ich mal, wird auch nichts gewesen sein. Da hatte ich auch nochmal kurz geguckt. Hier sollten wir eigentlich alles gehabt haben. Ja, ich habe es noch ausgerüstet, aber das hilft uns trotzdem nicht weiter. Wenn ich das jetzt ausrüste, hilft uns das wahrscheinlich auch nicht weit. Obwohl, wir können jetzt damit nochmal kurz... Das wäre jetzt das Letzte, was ich probieren könnte. Nochmal kurz irgendwie durch das Haus laufen oder so. Oh, das war die Karte. Das wollte ich gar nicht. Moment, das ist jetzt wieder gelb? This portrait was painted some time before my father's death. I would guess it's the only depiction of him that remains. Ja, aber das scheint uns ja auch nichts zu bringen, selbst wenn wir das jetzt hier ausrüsten. Und hier nochmal durchlaufen. Der sagt das wieder mit dem Dachboden wahrscheinlich. I heard footsteps upstairs a second ago. Wait, do we have an attic here? Ich finde ja immer noch, er sitzt hier so vom Kamin. Also ich könnte mir jetzt gut vorstellen, dass man da irgendwo am Kamin vielleicht Geheimschalter hat oder irgendwas, keine Ahnung. Aber naja, ich denke mal, ich habe wieder zu viele Geisterfilme und so gesehen, wo man dann irgendwelche Schalter betätigen kann und ähnliches. Ja, ich gucke hier auch nochmal eben eine letzte Runde, aber... Nee. Tja, ich bin jetzt ein bisschen frustriert, ehrlich gesagt. Das ist das richtige Wort. Weil wir haben ja eigentlich nichts mehr. Johns Tagebuch, was ist hier noch? Erinnerungen. Achso, das war das, was wir jetzt eben... Fallmappe, haben wir denn da noch... Gedankenspiele meine ich. Haben wir da noch irgendwas? Das können wir nicht... Ja, da haben wir nur das eine. Das können wir natürlich auch nicht machen. Ja. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich noch mehr bei Händlern finden. Es kann vielleicht sein, dass die Bücher noch dazugehören. Das wäre jetzt noch eine Überlegung wert. Was ist das hier? Hof des Anwesens, Schlüssel. Elfenbeinhaus. Ja, da kamen wir ja nicht rein, ne? Stimmt, das ist ja direkt hier um die Ecke. Also da könnten wir... Moment, das war jetzt die Tür. Da könnten wir eventuell nochmal kurz gucken. Wobei das dann... Da muss ich wahrscheinlich wieder was anderes hier links reinmachen. Da war doch was mit... Leben... Nee, das haben wir ja zu Ende. Das könnte ich dann... Ja... Seine Spuren führen zum Wald. Ja, aber da waren wir ja schon. Ich verstehe auch nicht, warum das nicht abgehakt ist. Vielleicht könnten wir da auch nochmal gucken, ob wir da irgendeinen Hinweis übersehen haben oder so. Oder ob wir hier vielleicht irgendeinen Hinweis noch übersehen haben. Ist die Polizei hier eventuell fertig? Nee, hier ist es immer noch abgeschlossen. Hog. So, ich dachte schon. Sah jetzt gerade so aus, als ob ich da durchgehen konnte. Na gut.
Der ist immer noch am Fotografieren. Ich weiß nicht, warum der so lange braucht zum Fotografieren. Also es ist irgendwie... Die haben alle keine Arbeitsmoral mehr, habe ich so das Gefühl. Ja, hier haben wir nicht wirklich was gehabt, was wir noch machen konnten. Das war, glaube ich, die Tür von ihr, ne? Da haben wir auch alles durchgeguckt. Können wir mit ihr vielleicht nochmal sprechen, dass wir irgendwas gefunden haben? Beweis? I have to leave you for now. Nein! Ach, sitzt nach oben. Keine Ahnung. Wir probieren einfach mal alles der Reihenfolge aus. Nee, das haben wir aber schon. And which part of the elephant is in here? It's quite pungent. Oh, that. It's elephant sweat. Father believed that it might replace traditional amber grease. Well, that's true entrepreneur spirit. Okay. How can you read something like this? It's hard to swallow, and that's not due to the hard cover. You're hardly serious. Any library without Nabe and Laura is incomplete. If you can read, then these books are an absolute must. Love and adventure. They're about life. Oh, I wasn't aware that exploding pyramids were a part of daily life on Cordona. You haven't seen life, so you might try reading about it at least. Tiefschlag. I found this. Who's this young lad next to you, your faithful knight? Paul. He's my pirate. He's not really a pirate. I just call him that. It probably sounds very silly. Your secret is safe in my hands. Does Paul work somewhere? What is his surname? His name is Paul Perks. He and his yacht Whirlpool are the champions of the Salacia Yacht Club. He sails there. I'll show you where it is on the map, if you need to meet him. A yachting champion? Oh, well, that will be a first. I prefer dry land. And so does my suit. Okay, könnte das ein neuer Hinweis sein? Ich meine, ich habe hier mit der Yacht immer so ein bisschen geliebäugelt. Aber ganz ehrlich, ich habe gerade gedacht, das kann jetzt nicht sein. Ich habe gedacht, ich müsste hier keine Ahnung was machen, um da was von herauszufinden. Und ich muss ihr die Sachen einfach nur zeigen. Ich fühle mich jetzt gerade etwas verarscht. These bags of yours, it looks as if you've packed your entire room. Were you planning on going somewhere? My partner and I, we wanted a change, a fresh start abroad. But now I have to stay here. Here, an orphan. Okay, drei Hinweise aktualisiert. Das hört sich doch sehr gut an. Setz dich am. Ich fand den Morgenmantel. Ja, aber nee, das war doch jetzt was alt. Achso, da oben. Parfümflasche. Da befindet sich der Schweiß eines. Kann ich den vielleicht damit anlocken? Das wäre doch. Ist ein professioneller Segler. So, diesen Yachtclub, den haben wir jetzt schon ein paar Mal auf der Karte gesehen. Da, wo man die Gemälde und so kaufen konnte. Da werden wir uns auf jeden Fall auch nochmal hinbegeben. Dass sie mit ihrem Freund Godunna, sie hatte vor, im Ausland zu leben. Gut, das ist jetzt für mich erstmal, ja, vielleicht wenn wir ihn treffen oder so, dass das dann interessant wird. Wo war das jetzt gerade? Parfümflasche. Die könnten wir doch mal dran machen erstmal. Jetzt gucke ich nochmal kurz, was war jetzt da nochmal drin? Ach so, genau, das war... Aber was mich so verwirrt, jetzt ist immer noch dieses Kamerazeichen drin. Nee, das war die falsche. Nimmt der das denn nicht an? Das ist doch wahr. Nee, oder? Willst du mich jetzt verarschen? Ich habe doch genau aus dieser Perspektive... Naja, gut, vielleicht ein bisschen mehr links. Von hier, glaube ich, habe ich fotografiert. Ja gut, jetzt kann ich es, glaube ich, nicht mehr fotografieren. Jetzt wird es nicht mehr weiß, denke ich mal. Da muss ich in Zukunft mehr darauf achten, dass das wirklich weiß ist. Ach, das sehe ich jetzt erst, dass hier... Stoßszene auch noch neben dem... Oh Gott. Okay, mit dem Globus können wir nichts machen, zufälligerweise, ne? Okay, das heißt, wir haben jetzt... Ja, was bringt uns das jetzt? Da ist jetzt was. Das ist er. Bauplan für die Elfenbeinbäder. Ein Bauplan für die Elfenbeinbäder. Der Name Aswift war ursprünglich als Partner aufgeführt, wurde dann aber durchgestrichen.
Also auf jeden Fall ist es was Geschäftliches, wo wir ja theoretisch, ich glaube, im Rathaus mal nachsuchen könnten. Ich meine, es war im Rathaus. Es könnte jetzt auch bei der Zeitungstypin da gewesen sein. Also ich werde erstmal sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen mit dem Blick auf die Uhr. Und dann in der nächsten Folge, ja, ich werde mal beim Rathaus anfangen. Vielleicht finden wir auch da schon den Hinweis, den wir suchen. Ob wir da irgendwas, das ist so ein gruseliges Hintergrundbild gerade zum Abschied, ob wir da noch was herausfinden. Und vielleicht können wir dieses Parfüm, da wo wir die Spur verloren haben von dem Elefanten, also da wo dieser, ja, See ist es nicht, aber so ein kleines Bächlein oder was das war, vielleicht können wir die da irgendwie benutzen. Das ist halt der letzte Aufenthaltsort, den wir jetzt kennen, wo wir den Elefanten gesehen haben. Oder eben, wir können eventuell noch weiteren Spuren folgen, weil, wo ist denn das gewesen? Moment, Elfenbeinhaus, da stehen wir gerade drin. Ja, das war eigentlich das daneben, ne? Beim Rausgehen können wir auch nochmal gucken. Ich habe gerade so viele Gedanken, was wir alles machen können. Moment, hier ist was grün? Nee, Waldlichtung, alle Hinweise erhalten. Ach so, warum ist das dann immer noch nicht abgehakt? Ja, wahrscheinlich nur, weil ich nicht darüber gesprochen habe. Also anscheinend können wir da doch nichts machen. Aber man weiß es nicht. Also vielleicht können wir doch irgendwas mit dem Parfüm anfangen oder so. Vielleicht müssen wir das so später noch benutzen. Ich weiß es nicht. Ich werde erstmal gucken, ob ich... Das sollte ich dann vielleicht auch anheften. Ich habe es gerade jetzt wieder verlegt. Moment. Ah, oh Gott, ich werde da gleich nochmal nachsuchen. Ne, das ist wieder der... Ach so, ich bin hier bei... Ach, der verschiebt das immer, ich weiß auch nicht. Diesen Bauplan, genau, den wollte ich jetzt mal eben anheften. Ich schaue dann erstmal, ob ich darüber was herausfinden kann in den Archiven in der nächsten Folge. Und ja, mal schauen. Vielleicht führt uns das woanders hin, vielleicht ist das auch eine Sackgasse, keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Irgendwie von Folge zu Folge bin ich entweder komplett in der Sackgasse oder total aufgeregt, weil ich gerade was Neues gefunden habe. Ich sag mal einfach danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.